Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Watchlist. Und natürlich haben sich auch heute die Analysten zu den Einzelwerten geäußert. Und ich habe für Sie die wichtigsten Analystenratings zusammengefasst. Die US-Bank JP Morgan hat Morphosis nach Zahlen auf Overweight mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das solide dritte Quartal des Biotech-Unternehmens und der bestätigte Ausblick dürften nicht zu steigenden Konsensschätzungen führen. Das schreiben die Analysten in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie habe sich zwar im Rahmen der Branchenschwäche zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und eine Erholung erwarten die Experten aber aufgrund der aktuellen Zahlen erstmal nicht. Schauen wir mal, wie die Anleger das sehen, liebe Zuschauer. Wir sehen bei Morphosis, dass wir gestern mit 5,3% an dem Donnerstag aus dem Handel gegangen sind, nämlich bei 55,85 Euro, also ein saftiges Kursplus am Donnerstag. Heute am Freitag zum Wochenende hin, da sehen wir ein kleines Minus von 0,4%, 55,65 Euro. Natürlich können wir das Ganze etwas besser einschätzen, wenn wir uns mal die Wochenperformance von Morphosis anschauen. Sie sehen schon, am 4. ging es erstmal rapide bergab bis knapp über die Marke von 48 Euro. Sieht aber wirklich dementsprechend nach einem Fehlausbruch aus, denn es geht direkt wieder nach oben. Man erklimmt wieder die 52-Euro-Marke, die 54 und nimmt jetzt wieder direkten Kurs auf die 56-Euro-Marke, also alles halb so wild. Natürlich auch hier nochmal für Sie das Analystenrating auf einen Blick zusammengefasst. Die Experten von JP Morgan stufen Morphosis mit Overweight ein. Das Kursziel sieht man bei 87 Euro. Wir sind jetzt bei 55,64. Hier geht es also noch ordentlich nach oben. Und die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Salzgitter nach einer Gewinnwarnung auf Kaufen mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe bekannt gegeben, dass sein Ergebnis vor Steuern für das dritte Quartal um mehr als die Hälfte niedriger ausfalle, als vom Konsens geschätzt wurde. Das schrieb der Analyst Alessandro Abate in seiner Studie vom Donnerstag. Der Grund dafür sei ein Anteil von 25% an Aurubis, Europas größter Kupferhütte, und dabei gehe es neben dem Gewinn um die Neubewertung einer Option auf eine Wandelanleihe. Dies habe den Analysten nicht überrascht und der negative Effekt sei bereits in seiner Schätzung enthalten. Eine Kursschwäche stelle eine gute Kaufgelegenheit für die Salzgitter-Aktie dar. Ob die Anleger auch zukaufen, das sehen wir jetzt im Intraday-Chart. Am Donnerstag sind wir jedoch mit einem Minus aus dem Handel gegangen, also der letzte Kurs am Donnerstag bei 26,18 Euro, dementsprechend ein Minus von 4,7%. Und am Freitag geht es nochmal weiter nach unten. Wir sind jetzt bei 25,99 Euro, also nochmal 0,7% im negativen Bereich. Schauen wir uns das Ganze aber auch nochmal auf Wochensicht an. Sie sehen es schon, zum Hoch waren wir bei 28 Euro, davon hat man sich relativ schnell verabschiedet. Sie sehen auch hier diesen Kurssturz runter bis auf die 25,20 Euro. Kleine Erholung zunächst, aber auch dann wieder die Schwäche am Markt, also 25,99 Euro aktuell hier für die Aktie von Salzgitter. Trotzdem sehen hier die Experten eine Kaufempfehlung. Die Experten der Berenberg Bank raten, Salzgitter zu kaufen und trauen hier ein Kursziel von 40 Euro zu. 25,96 Euro sind wir aktuell. Die Investmentbank Otto Seidler hat Drillisch nach vorläufigen Quartalszahlen von Kaufen auf neutral abgestuft, aber das Kursziel bei 44 Euro belassen. Die Aktie habe ihr Kursziel erreicht, das schrieb die Analystin Brigitte Tomalla in ihrer Studie vom Donnerstag. Die Kennziffern des Mobilfunkanbieters seien offenbar aufgrund einer Sonderzahlung von Telefonica besser als erwartet ausgefallen. Wie die Anleger das aufwerten, sehen wir jetzt. Wir sind am Donnerstag mit 1,8% im negativen Bereich aus dem Handelstag rausgegangen bei Drillisch. 44,90 Euro, so lautete der letzte Kurs. Und am Freitag sehen wir sogar noch etwas mehr Schwäche. 44,70 Euro aktuell, dementsprechend noch mal ein halbes Prozent nach unten. Auch hier noch der Blick auf den Wochenchart bei dem Mobilfunkanbieter. Sie sehen schon einiges an Volatilität, einiges an Schwankungen enthalten in dieser Woche. Zu der Höhe oder im Hoch waren wir über der Marke von 48, fast bei 49 dran. Da liegt ja auch das Jahreshoch bei Drillisch. Dann ging es aber genauso schnell wieder bergab und Sie sehen, wir pendeln momentan rund um die Marke von 45 Euro. Auch hier nochmal das Analystenrating auf einen Blick zusammengefasst. Die Experten von Otto Seidler sehen Drillisch, den Mobilfunkanbieter, nicht mehr als einen Kauf, sondern werten ihn als neutral ein. 44 Euro, da liegt das Kursziel. Momentan sind wir sogar 66 Cent darüber. Liebe Zuschauer, das war schon wieder die Watchlist für den Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.